Hey Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Wir haben zuletzt den Schlüssel bekommen. Und jetzt schaue ich mal, ob der da hinten passt. Wir sind gerade erst aus dem Stockwerk rausgekommen. Ich glaube, ich muss jetzt hier so eine komische Runde wieder laufen, ne? Ja, ich glaube, da hinten war das. War das nicht hier? Ja, sie hat den eingeäscherten Schlüssel schon benutzt. Super. Okay. Erledigt. Ich bin auch erledigt. Da kommt die Krankenschwester von der anderen Seite. Ja, darf ich vielleicht auch mal? Jawohl. Du bist voll hart. Okay, sie ist tot. Ist auch richtig so. Hör auf, mir Angst zu machen. Was habe ich hier? Da liegt aber. Ach so, das ist die andere Seite, wo ich war. Okay, hab's kapiert. Okay, was kommt jetzt? Okay. Noch mehr gruseliges Zeug. Ich verwende mal einen Erste-Hilfe-Kasten und nehme eine andere Waffe. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir die Muni ausgeht. Ich kann nicht mehr neu laden. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das Messer gut ist. Ich habe eigentlich nur noch mein Maschinengewehr. Ja, klar. Ja, ich schieß voll auf dich und ihr kommt auf mich zugerannt, oder was? Ja, ich habe keine Muni mehr. Das war's. Steh auf, Heather. Steh auf. Ich komme nicht klar mit den Viechern. Ich laufe mal einfach weg. Nein! Scheiße. Nein! Oh nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut, was hier abgeht. Das ist gar nicht. Lass mich los! Lass mich los! Ey, das ist richtig scheiße, was hier gerade abgeht. Scheiße. Scheiße, scheiße. Ja, jetzt steht die wieder auf. Ja, komm. Mann, oh, nein. Oh Mann. Ja, da muss man doch was machen können. Ich muss doch irgendwas machen können. Vergessen wir das Ausrüsten. Lass mich los! Oh, jetzt hätte ich drauf treten können. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich komme hier nicht mal weg. Ich komme ja nicht mal weg. Und ihr geht's immer schlechter und. Oh. Das ist so kacke mit den Waffen. Hier, komm. Das bringt auch nichts. Der blöde Schlegel. Der trifft die nicht, weil die so am Boden liegen. Die liegen so am Boden. Ich krieg die einfach nicht. Oh, mit dem Stahlrohr vielleicht. Steh mal auf hier, Olle. Die halten mich immer fest. Ich komme nicht mal weg. Na endlich. Lauf irgendwo weg. Oh. Das ist doch eine riesen Scheiße hier. Steh auf! Boah, ich krieg mich nicht mehr ein.
Scheiße. Hey, ich hasse es hier. Es ist doch einfach nur noch Scheiße. Was soll ich dazu sagen? Mann! Mir reicht's! Nimm irgendeine verfickte Waffe, bitte! Hau die doch mal tot! Oh. Nee, Leute, das ist mir zu blöd. Ich sterbe jetzt. Freiwillig. Sorry, aber das ist mir echt zu dumm. Das geht gar nicht. Ich muss sterben. Ich habe so viel verbraucht, das ärgert mich. Ja, stirb einfach. Das geht ja gar nicht. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ich will sterben. Ja, los jetzt. Mach sie kalt, los. Ja, ja, ist okay. Stirb. Stirb. Weißt du, jetzt, wo ich kurz vorm Sterben bin, gehen sie langsam weg. Ne? Jetzt auf einmal lassen sie mir Platz, oder was? Ja, willst du ein Leckerli? Hier, nimm sie dir. Greif sie dir, schnapp sie dir. Ess sie auf, weiß ich doch nicht. Jetzt stirb endlich. Na endlich. Was ist das bitte für eine verkackte Scheiße hier unten? Mit der... Oh mein Gott. Wenn man stirbt, dann kommt der Pyramid Head? Das wusste ich nicht. Oh mein Gott. Und dann nimmt er sie mit und macht mit ihr was und geht mit ihr in den Fleischermetzgerraum und weiß ich doch nicht was. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist ja unheimlich. Nee, ich will das laden hier. Den letzten Stand, den ich gespeichert habe. Oh, gruselig. Ja, mach. Was für eine Kacke. Weil ich habe so viel Sachen verbraucht, dass ich mir denke, jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Vielleicht lässt sich das irgendwie besser lösen. Aber ich glaube nicht, weil sie trifft die Scheißviecher am Boden ja mit nichts. Nimmst du ein Rohr, du kannst den Schlegel nehmen, du kannst ein Messer nehmen. Alle Nahkampfmöglichkeiten gehen nicht. Es geht ja nur Fernkampf. Das ist doch voll blöd. Das ist doch so eine Scheiße, echt. Wie soll man sich denn dagegen wehren? Bescheuert, echt. Ja, und wenn sie stirbt, dann holt dich der Pyramid mit. Dann war es das mit dir. Schön. Komm her, du Blöde. Stirb. Ja, schön für dich. Verrecke. So, wenn ich jetzt in den Raum gehe, dann war es das mit mir. Boah, was mache ich denn dagegen? So ein Blödsinn. Ausrüsten, neuladen. Das ist einfach nur Scheiße in dem Raum. Ja, und da kommen sie schon alle. Thank you.
Okay, auf, steh auf, steh auf, steh auf. So, was nehme ich jetzt? Jetzt nehme ich meine verbliebenen Dinger. Einmal wenigstens geschossen. Ja, sie kommen alle auf einmal. Ja, ja. Yeah, Monster Party. Ja, und jetzt die auch noch. Jawohl, direkt gestorben. Ja, super. Das läuft richtig geil hier, echt. Das ist doch die letzte Scheiße. Ich krieg mich nicht mehr ein hier, ey. Wie soll ich das denn schaffen? Das schafft man doch nur, indem man schnell wegrennt. Ich laufe jetzt einfach weg. Aber das Problem ist, es geht ja nicht. Die halten einen ja fest. Ich wäre ja schon 100-mal weggerannt. Aber ich weiß ja auch nicht, welche Tür geht. Und um die Türen zu testen, muss ich ja unwillkürlich manchmal stehen bleiben und... Ja, super. Echt geil. Wo ist mein Maschinengewehr? Warum habe ich keine Muni mehr gefunden? Wie soll man das denn schaffen mit dem bisschen, was man hat? Es tut mir auch echt leid und ihr wisst, dass ich mich normalerweise echt gut schlage, aber das hier... Das ist der Hammer. Und nochmal die Krankenschwester. Yeah! Und sie kriegt mich auch immer. Aber diesmal nur einmal. Trampel so oft auf dich drauf, ey. Bis du wirklich keinen Laut mehr von dir gibst. So. Ihr geht's ja hier auch schon immer so ein bisschen... Ich nehme jetzt mal hier so einen blauen. Also so einen Gesundheitsdrink. Ja. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel. Wenn ich eine Schrotflinte, wenn ich richtig power, dann ja, aber ich hab's halt nicht. Ich hab nichts. Lass mich los! Ja, es beginnt wieder. Okay, ich muss eigentlich nur noch ans Ende des Flurs. Irgendwas muss da hinten sein. Ich habe keine Ahnung, was da ist, aber da muss ich hin. Ja, bitte rein mit dir. Boah. Endlich. Mitten im Speicherpunkt. Ich will hier einfach nur nicht mehr sein. Es geht gar nicht hier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier ist, aber ich habe es wenigstens mal geschafft. Oh. Hauptsache geschafft. Ich habe ja eh keine Muni mehr, ne? Ich glaube, ich habe schon wieder meine Waffe. Nö, ich habe sogar noch einen Schuss, aber... Das war richtig super. Ich nehme jetzt meinen Katana hier wieder. Bescheuert. Okay, was haben wir hier? Der Titel lautet Verlorene Erinnerung. Ein Charakteristikum nur in seltenen Dokumenten erwähnt und heutzutage immer seltener ausgeführt, ist das rituelle Opfer. Bringe Gebete dar und durchbohre die Brust eines Mannes mit einem Kupferpfahl. Tränke den Altar mit dem Blut, das rot aus dem Herzen spritzt, um Gott zu preisen und Treue zu bekunden. Ach, dafür ist bestimmt das Blut. In einem anderen Opferritus im gleichen Buch beschrieben wird das Opfer bei lebendigem Leib verbrannt. Dies war eine würdevollere Zeremonie, an der Gefangene und Sünder nicht teilnehmen durften. Nur Mitglieder des Klerus konnten geopfert werden. Bei den Religionen in dieser Region findet sich kein mit der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen vergleichbarer Ritus. Obgleich diese Religion die Erlösung preist, erweckt sie eine dunkle und kulthafte Geschichte. Ja, ist doch gar nicht eklig. Bäh. Eine Bahre. Aber keine gewöhnliche Bahre. Die hier sieht mehr aus wie ein Altar. Brennende Kerzen, ein Messer und ist das der Geruch von Blut? Haben Sie dieses Bild angebetet oder etwas in diesem Bild?
Ich weiß nicht, speicher mal. Bin einfach nur froh, dass ich es hier gefunden habe. Ich habe diese Zeichnung auf den Trennwänden im Krankenhaus gesehen. Aber das ist anders, als wäre es vor längerer Zeit gezeichnet worden. Irgendwie. Ja, irgendwie erinnert es dich immer mehr an irgendwas. Aber was? Weiß man nicht. Ich nehme natürlich auch einen neuen Speicherpunkt, weil, ja, weiß jetzt nicht, Mann. Ich hab halt keine Muni. Es wäre halt nicht einfacher, aber leichter gefallen. Ja. Kannst du denn nicht hier jetzt einfach das Blut irgendwie verwenden, was wir haben? Bei Gegenstände? Ja, kannst du sogar. Sehr gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das Blut einfach so verwendet. Aber sie hat das, glaube ich, auf die Bahre geschüttet und es zeigt jetzt einen Weg. Ih, es zeigt einen Weg runter. Okay. Ja, geil. Und ich soll da jetzt runter? Ich mit meiner Nicht-Munition? Wie scheiße ist das? Es sieht aus wie eine, ja, blutgetränkt. Was ist hier eigentlich mit dem Messer? Kann man das nehmen? Da liegt doch ein Messer. Ja, aber wir haben ja eigentlich auch schon alles. Kriegen wir sonst noch irgendwas hier? Nichts? Ich darf jetzt einfach nur runter in den Abgrund? Ja, super. Super, super. Ich freue mich. Well, I guess you're not a person anyway.
Mädel, du tust aber ganz schön tough dafür, dass wir null Munition haben. Hallo, keine Munition. Kannst du mir mal sagen, was ich jetzt machen soll? So könnte ich das sogar vielleicht schaffen. Aber ihr geht's nicht gut. Ich muss was machen. Oh ja, ihr geht's nicht gut. Komm schon, du Monster. Ich leg dich K.O. mit meinem Katana. Katana. Wo bist du denn? Da hinten. Komm her. Komm her. Scheiße. Ach, die kriege ich sogar unter Wasser. Lauf! Die kriege ich sogar unter Wasser, du Arsch. Okay, wie geht's dir? Nicht so toll mehr. Ich habe Angst, dass ich beim nächsten Mal sterbe. Schaffe ich das? Wie eklig der ist. Richtiges Unterwassermonster. Da bist du. Komm her. Oh, er hat mich aber wieder voll gekriegt. Aber dann lohnt sich das wenigstens, so einen Verbandskasten immer zu nehmen. Wie, ich krieg danach nicht endlich mal Muni und so. Komm raus. Hab ich dich endlich? Ja! Zeit zu töten. Jetzt war ich mal dran. Leonard's not here anymore. I guess I should head back to the motel now. I hope Douglas is okay. Huh? Beagle! Yeah, wir haben es bekommen. What's this? Dein hart erkämpftes Siegel natürlich. Ein Talisman. Ja, cool. Wir haben den Kampf geschafft. Das freut mich total. Ist bestimmt bei Gegenstände jetzt. Hier. Ein seltsames Muster ist darauf eingraviert. Ich bekam es, nachdem ich Leonard besiegte. Sieht eigentlich so ähnlich aus wie das, wo wir immer speichern. Ich weiß nicht, ob das damit auch zu tun hat, aber ich glaube schon. Ach, hier sind wir jetzt wieder. In diesem Kleberaum-Dingens. Okay. Gehen wir mal raus. Ich weiß, der Part ist halt jetzt schon sehr lang, aber ich brauche einen Speicherplatz. Deswegen würde ich gerne mal wissen, was jetzt hier noch ist. Wir sind wieder ganz zurück. Es ist so unheimlich hier. Okay, dann laufe ich mal zurück. Mach mal deine Taschenlampe an. Kannst du hier durch? Nee. Aber da hinten, ne? Okay, wo ist denn Leonard? Oder hier, Douglas meine ich. Okay.
wir sind doch jetzt wieder ganz unten, ne? Kann ich jetzt einfach raus? Oder kann ich überhaupt erstmal speichern? Das wäre auch sehr toll. Wenn ich jetzt einfach zur Rezeption laufe und speichere, dann könnte ich den Part beenden. Und dann suchen wir Lennart, wenn es schon soweit ist. Vielleicht sollen wir nämlich erstmal wieder zurücklaufen. Durch die Stadt Silent Hill und den finden oder so. Kann ja auch sein, dass man dann deswegen erstmal eh logisch hier speichert. Hier die Tür, wo ich damals dachte, das wäre ja eine Tür zum Rausgehen. Gut, wir haben den Kampf geschafft. Ich bin stolz auf mich. Bisschen blöd gewesen mit diesen ganzen Monstern im Flur, aber ja, man weiß ja auch gar nicht, welche Tür man kriegen muss. Aber ich finde, am besten rennt man einfach durch, gerade weil danach noch so ein Kampf kommt. Dann hat man wenigstens Munition, bevor man die voll draufballert auf die ganzen Monster. Aber echt unfair. Krankenschwester, 3, 4 wieder von diesen komischen Kriechmonstern, die man halt nicht kriegt mit seinen ganzen Nahkampfwaffen. Echt unfair. Aber dafür war dieser Bosskampf gerade ein bisschen leichter. Konnte man sogar mit dem Katana besiegen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Darüber freue ich mich. So sind wir ein ganzes Stück wieder weiter und wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Bis dann!